Adoramus te Domine. Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Menschwerdung, deinem Tod und deiner Auferstehung. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deinem Wort, deiner Wahrheit und deiner Botschaft. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Liebe, deinem Frieden und deinem Geist. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Treue, deiner Wiederkunft und deiner Ewigkeit. Ehre sei dir. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende. Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, Herr, du
bist meine Burg, mein Schild, dem ich vertraue. Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Jetzt ist gekommen die Rettung und die Macht und die Herrschaft unseres Gottes. Aus dem Brief an die Kolosser. Ihr müsst unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium verkündet und ihr habt es gehört. Mein Hirte ist der Herr, er weidet mich auf grünen Auen. Mein Hirte ist der Herr, er weidet mich auf grünen Auen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Er weidet mich auf grünen Auen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mein Hirte ist der Herr, er weidet mich auf grünen Auen. Deine Gnade, o Herr, ist der Strom, der Wüsten belebt. Deine Treue zu uns ist die Liebe, die nicht vergeht. Zeig mir, wo du bist, mein Herr. Bis das Land es für uns stand, am Kreuzes stand. Ich will immer bei dir sein. Wollte ich dir entfliehen, ohne dich mein Leben zerstören, suchtest du täglich neu, in Geduld mich zu dir zu führen. Stehen wir vor dir.
deinen Thron, König Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, Jesus, wir erheben dich, unser König bist du, bist hier. So wie das Wasser trockene Erde drängt,
Gieße aus dem Lebensstrom, belebe uns ganz neu. Komm mit deiner Kraft und berühre uns. Mache unser Herzen weich, mach sie weich und treu. Wind des Geistes wehe, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, Feuer, fall auf uns herab. Wir schenken uns deinen Heiligen Geist für das Verstehen der Schrift, dass du uns diesen Text noch einmal sagen möchtest, damit wir so immer mehr gestärkt werden aus dir und der Quelle, die nie versiegt. Amen. Heute wollen wir den Galaterbrief beschließen, die letzten Verse, also 6, 11 bis 18. Und ja, dann noch wieder ins Gespräch darüber kommen, was dieser Text dann noch und die Erläuterung uns zum Schwingen bringen. Galater 6, 11 bis 17. Seht, mit welcher Schrift ich euch mit eigener Hand schreibe. Alle jene, die sich darin gefallen, aufgrund von Fleisch, einer am Fleisch vollzogenen Frömmigkeit vor Gott und Menschen gut dazustehen, die ersuchen euch zu nötigen, euch beschneiden zu lassen, nur damit sie durch das Kreuz Christi Jesu nicht eingeholt werden, sich ihm nicht stellen müssen. Auch suchen sie, die sich haben beschneiden lassen, mit ihrem Drängen ja gerade nicht Gesetz zu bewahren und zu schützen, sondern ergötzt sich daran, dass ihr euch beschneiden lasst, um in dem, was an eurem Fleisch geschehen ist, Ruhm und fleischliche, handfeste Sicherheit zu finden. Mir aber möge es nie passieren, dass ich in etwas anderem meine Sicherheit und meinen Ruhm finde, als in der Kreuzeshingabe unseres Herrn Jesus Christus, der ich mich angeschlossen habe, wodurch das, was an Welt in mir war, gekreuzigt ist und ich gekreuzigt worden bin, soweit Welt in mir war. Denn weder beschnitten sein ist etwas voll vor Gott Bedeutsames, noch unbeschnitten sein, sondern durch Gottes auferweckende Kraft ein neues Geschöpf zu sein. Und alle, die nach diesem Grundsatz in gemeinsamer Front vorangehen, Friede über sie und Erbarmen und über das Israel Gottes. Künftig sollte mir niemand mehr solche Probleme machen und mich in Frage stellen. Ich nämlich trage die Brandmale, die mich als Sklaven und Apostel Jesu ausweisen, an meinem Leib. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, Bruder. Amen. Ich lese es nochmal vor, ohne die Erläuterung. Seht, mit welcher Schrift ich euch mit eigener Hand schreibe. Alle jene, die sich darin gefallen, aufgrund von Fleisch gut dazustehen, die suchen euch zu nötigen, euch beschneiden zu lassen, nur damit sie durch das Kreuz Christi Jesu nicht eingeholt werden. Auch suchen sie, die sich haben beschneiden lassen, ja gerade nicht Gesetz zu bewahren und zu schützen, sondern ergötzen sich daran, dass ihr euch beschneidet lasst, um in dem, was an eurem Fleisch geschehen ist, Ruhm zu finden. Mir aber möge es nie passieren, dass ich in etwas anderem meine Sicherheit und meinen Ruhm finde, als in der Kreuzeshingabe unseres Herrn Jesus Christus, wodurch das, was an Welt in mir war, gekreuzigt worden ist, und ich gekreuzigt worden bin, soweit Welt in mir war. Denn weder beschnitten sein ist etwas, noch unbeschnitten sein, sondern ein neues Geschöpf zu sein. Und alle, die nach diesem Grundsatz in gemeinsamer Front vorangehen, Friede über sie und Erbarmen und über das Israel Gottes. Künftig sollte mir niemand mehr solche Probleme machen und mich in Frage stellen. Ich nämlich trage die Brandmale, die mich als Sklaven und Apostel Jesu ausweisen, an meinem Leib. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, Brüder. Amen. Dieser ursprünglich handschriftliche Nachtrag von Paulus fasst nochmal alles zusammen, worum es in diesem Brief so geht. Paulus warnt vor diesen heidenchristlichen Evangeliumsverdrehern. Von Judenchristen ist hier nie die Rede, sie würden die Beschneidungsforderung an die christgläubigen Hellenen
richten, und zwar als Ergänzung zur Erlösung in Christus, also diese Verdreher, als würde dies nicht genügen. Unter den fromm scheinenden Argumenten legt Paulus darin deren eigentliche Motivation auf. Sie wollen aufgrund einer am Fleisch vollzogenen Handlung fromm erscheinen, um sich selbst aber in Wahrheit nicht dem Kreuz Christi stellen zu müssen, also dem Leben aus dem Trauen. Es sind keine äußeren Feinde, Juden aus Jerusalem oder staatliche Stellen gemeint, die sie verfolgen würden, wie es in der Einzelübersetzung zu sein scheint. Wir Menschen tendieren dazu, dem Kreuz auszuweichen, aber wer Christus treu ist, lässt sich von ihm auch mit den eigenen Schatten und der eigenen Geschichte konfrontieren, um so mit ihm zu sterben und dadurch zum Auferstehungsleben zu gelangen, und zwar jetzt schon hier. In Vers 14 betont Paulus genau das, dass er selbst nie diesem Anspruch des Gekreuzigten ausweichen würde, auch wenn das oft anstrengend ist und manchmal unangenehm und man selbst in der eigenen Gemeinde nicht immer verstanden und manchmal sogar verlacht wird. Diesem Schmerz und der Geringschätzung wollen die Evangeliumsverdreher entgehen. Sie weichen aus auf eine vordergründige Handlung, um nicht ihr Gesicht zu verlieren vor Gott, der Gemeinde und sich selbst, die sie dem Judentum enteignen, ohne sie zu verstehen. Anstelle des im Trauen mit Christus sterben, tritt eine äußere, missdeutete und missbrauchte Handlung am eigenen Fleisch, wozu sie auch die anderen drängen wollen, als Kompensation für das Trauen und all seinen Konsequenzen. Solche religiösen Ausweichmanöver gibt es von Anfang an in der Christenheit. Markus 7, 1 bis 13. Auch späterhin durch die ganze Kirchenschicht hindurch. Paulus durchschaut das, nennt zwar keinen Namen, aber wird schon genau wissen, um wen es sich handeln dürfte. Sein Brief dürfte das auch der Gemeinde sehr deutlich offenbart haben. Die Evangeliumsverdreher haben nur das Bundeszeichen der Beschneidung, in 5,2, isoliert aus dem Gesetz herausgegriffen und haben sich beschneiden lassen. Das ist vor allem dann zu sehen, wenn man die Manuskript P46 heranzieht, das der Baumert hier gemacht hat. Das ist der älteste, den wir überhaupt haben, der älteste Manuskript für die Stelle. Und propagieren das, ohne es zu verstanden haben, was sie da eigentlich machen. Und was daraus alles folgt, nämlich das ganze Gesetz zu beobachten und reinzuhalten wie echte Juden. Ihnen geht es dagegen nur um ihr eigenes persönliches religiöses Image. Sie verweigern, in die Tiefe zu wachsen. Nicht die Beschneidung ist das eigentliche Problem, sondern ihr Missbrauch. Nicht das Gesetz selbst, wird von Paulus verurteilt, sondern sein Missbrauch. Denn beides, Gesetz und das Gesetz des Trauens in Christus, sind beides gute Gaben. 14. Soweit das Welthaftes in Paulus lebendig war, wurde es mitgekreuzigt. Vielleicht kennt ihr das ja auch, alle Dinge, wo ich eigentlich weiß, dass sie nicht zu Christus gehören, ihm hinzulegen und versuchen, dann aus einer Auserstehungskraft anders zu handeln. Und ich wurde mit Christus gekreuzigt, soweit es die Welt betrifft. Nicht die Welt ist gekreuzigt, sondern dieses Welthafte in und an mir. Also nicht der ganze Kosmos an sich, sondern nur, insofern sie Paulus betrifft und sie in ihm lebt, ist sie mit Christus mitgekreuzigt. Das heißt, nur dadurch, dass er sich durch Trauen mit Christus verbunden hat, ist er auch mit ihm gekreuzigt, begraben und auferstanden. Der Vergleichspunkt sind also nicht die Schmerzen Christi, sondern das Trauen in den Vater. Das Trauen Christi in den Vater. Jesu Tun wird also erst durch meine Antworten das Trauen für mich relevant. Hier gilt für das Kreuz, was Angelus Silesius auch in der Geburt Christi sagte: Und wenn Christus tausendmal zu Bethlehem geboren wäre, aber nicht in dir, wärst du doch ewiglich verloren. Erst dann habe ich auch einen Grund, mich des Kreuzes zu rühmen, wenn ich also in diesem Trauen bin. Jetzt zieht er im Vers 15 die Schlussfolgerung daraus: Weder die abstrakte Unbeschnittenheit noch Beschnittenheit sind vor Gott etwas, sondern nur dieses neue Geschöpfsein, das man im antwortenden Trauen vollzieht, also wie das Atmen. Nicht, weil ich irgendwann mal eingeatmet habe, atme ich, sondern wenn ich im Atmen bleibe. Das ist das, was ich meine, genau so in diesem Trauen bleiben. Die Beschnittenheit behält ihren Wert. Auch Mann sein und Frau sein, in 3,28 sind positive Werte und bleiben das auch, aber diese Werte dürfen nicht das Trauen ersetzen. Neues Geschöpf aber kann ich nur sein, wenn ich zuvor auch mit Christus gestorben bin. Erst dann kann ich das neue, äonisch unzerstörbare Auferstehungsleben empfangen, indem ich von Gott her mit Trauen in Christus traue. Also wichtig ist hier nochmal,
Es geht nicht mein Trauen, mein Glauben an Jesus rettet, sondern das Trauen Jesu in den Vater rettet. Und soweit ich mich dem anschließen kann. Ja? Und das ist auch, entlastet mich auch ein Stück weit, das ist nicht mein Werk, sondern es ist manchmal gelingt es mir stärker, manchmal schlechter, aber entscheidend ist, alles hat Jesus schon getan und in ihm sozusagen geht es voran. Und so werde ich auch diesen Weg halt mit ihm auch gehen. Paulus ruft nun die, die verstanden haben, worum es geht, auf, mit ihm in einer Kampffront zu gehen. Also dieses Bild, militärische Bild, und eben nicht auszuscheren und anderes zu tun. Damit schließt er den Bogen zum Vers 5, 25. Diese Einheit entsteht und besteht dadurch, mit Christus zu sterben und neu geschaffen zu werden. Wer da nicht aus der Reihe tanzt, tut dies. Friede über ihn und Erbarmen wünscht er ihm und dem Israel Gottes. Hier meint Paulus übrigens, das ist auch interessant, da wird er nicht zwischen hiesigem und obigem Jerusalem, sondern hier meint er auch ganz Israel. Also er zieht auch jetzt auf unsere Seite sozusagen diejenigen, die noch nicht Christus verstanden haben von den Juden, im Gegensatz zu denen, die sozusagen die Juden enteignen wollen und sozusagen von deren ein paar Sachen rausnehmen wollen, aber letztlich nicht verstehen, was sie eigentlich machen. Wie es auch im 18. Gebet und im Römer 11, 26 sein wird. Denn in dieser Tradition lebt Paulus ja auch weiterhin. Das zeigt zum einen, dass für ihn Israel noch nicht abgeschrieben ist, für das ewige Heil. Zum anderen, dass seine Gegner in Galatien keine Juden sind. Die Jesus Trauenden und sein Volk liegen ihm weiterhin am Herzen, gegen die Judah ihr eigenes Gesetz enteignen wollen und den Jesus Trauenden ihr Trauen zerstören wollen. Dieser Vers mit dem 17, künftig soll mir niemand mehr solche Probleme machen, da geht es nicht um seelsorgliche Probleme, sondern das ist ja das Kerngeschäft des Seelsorgers, sondern es ist hier die Infragestellung der Autorität des Paulus. Und wenn er hier auch, und Paulus spricht nicht von Wundmalen, sondern von den Brandzeichen, also Wundmale werden ja Anspielung auf Christi sagen, aber hier geht es darum, dass er sozusagen bezeichnet ist durch die Leiden, die er hat, als Sklave Christi, als einer, der sich ganz für ihn hingegeben hat. Und er versteht sich also als Eigentum Jesu. Das ist natürlich kein physisches Tattoo gemeint, er meint, dass seine Existenz und seine persönliche Geschichte doch deutlich diese Autorität von Gott her zeigen, gegenüber der angemaßten Autorität dieser Evangeliumsverdreher, die sich im Gegensatz dazu von den Konsequenzen ihres Trauens gerade drücken wollen. Und dann kommt der Segen, den Schlusssatz. Der Segen beginnt nochmal zwar wie in Thessalonicher, aber Paulus fügt hier noch ein, mit eurem Geist, Brüder. Und bewusst, dass das nochmal als Gegensatz zu diesem Fleisch, was die Evangeliumsverdreher im ganzen Brief dargestellt haben, gemacht haben. Und hebt nochmal sozusagen die geistliche Existenz hervor, in der sie jetzt leben. Das Bruder und Schwestern am Schluss eines Satzes unterstreicht, wie sehr ihnen die galatischen Herzen am Herzen liegen und ihre persönliche Beziehung zueinander. Das Abend ist nochmal eine Bestätigung dafür und seines Inhaltes. Das Ganze liegt Paulus eben sehr am Herzen, darum auch dieser recht deutliche und recht krasse Brief im Vergleich zum hellenistischen Briefformular, was er verwendet hat. Habt ihr jetzt nochmal Nachfragen oder sind euch da Dinge gekommen, die ihr vielleicht die euch jetzt wichtig geworden sind? Dieses, noch mal? Mit der eigenhändigen Nachschrift, heißt das, dass er den respektiert hat? Oder? Das machen sie alle in Artikel. Es gibt nur ganz, also ich kenne eigentlich keinen, kein Autor in Artikel, der selber geschrieben hat. Die meisten diktieren. Also Paulus. Ja, genau. Ich hatte immer gedacht, naja, Petrus war einfach nicht so flink mit dem Griffel, ja, und der konnte das nicht so gut und hat's diktiert, aber dass Paulus selber geschrieben hat, war mir irgendwie nie so ganz klar. Ja. Schreiben konnte sicher, aber das war erstmal, du musst dir vorstellen, in der Antike hast du ja, ist auch das Material extrem wertvoll. Also wenn der, selbst schon Papyrus ist schon einiges wert. Und da musst du schon professionell sein, um das auch möglichst das Beste rauszuholen. Und die schreiben ja auch letztlich die Briefe so, dass sie, möglichst ohne sie zu verschreiben, wirklich Großbuchstaben aneinander rein. Ja, ja. Und wenn du das nicht gewohnt bist, kleckerst du das voll und machst dann so. Zum Üben und auch zum Schreiben und Lernen haben ja viele das auf so Wachstafeln so gelernt. Aber wenn du wirklich Material nutzt, was wirklich viel Geld wert ist, also haben immer so gesagt, kennt ihr das Buch Kohelet, ne? Und das ist aber Pergament. Das hat ja hier ein Buch 12 Seiten. Dieses Buch
als Rolle war in der Antike ungefähr so viel wert wie ein, glaube ich, ein einfacher Mann in, glaube ich, ein Jahr hätte dafür arbeiten müssen. Und das ist nur ein relativ, aber es war Pergament, es war kein Papyrus. Ne? Aber du merkst einfach, wie extrem wertvoll es ist. Und dann natürlich die Leute, die auch selber schreiben können. Das sind so einfach nur einfach darum, warum man auch natürlich bei solchen Sachen sich lieber auf Profis verließ und die gab es eben doch in der Gemeinde. Das dürften auch solche Leute gewesen sein wie der Lukas und der Markus, die man als Diener, zwar Diener des Wortes bezeichnet, die haben wahrscheinlich in der Gemeinde so Jesus Worte gesammelt und aufgeschrieben und die waren auch des Schreibens kundig, die konnten auch viele gut schreiben. Ja, genau. Ich habe mich einfach immer gewundert, dass bei Paulus, der ja von Hause aus ein Pharisäer war und natürlich hervorragend schreiben konnte, dass der da noch jemanden angestellt hat. Ja. Aber angestellt hat oder ob es einfach Leute sind, die dabei waren in seiner Blase quasi. Da sehe ich auch Sachen selber geschrieben, aber diese Briefe und solche Sachen, die sind dann, genau. Adrian, ich habe auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, wird ja gesagt, so ziemlich in der Mitte, dass die Evangeliumsverdreher durch auf die vorläufige Handlung ausweichen, um nicht ihr Gesicht zu verlieren. Ja. Aber ist das nicht so, dass sie gerade dadurch, dass sie das tun, ihr Gesicht verlieren? Ja, das wird ihnen aber noch nicht klar. Ach so, okay. Nee, Paulus hat durch den Brief versucht, das aufzudecken, was der Motivation von denen ist. Ah, okay, deren Motivation. Ja. Aber von außen gesehen wäre das genau. Klingt das alles ganz fromm. Und so. Das ist, ja. Und da musst du dann da noch einen Rosenkranz beten und da musst du dann noch das Gelübde machen und das musst du noch machen. Diese ganzen Anhäufungen quasi sind eher ähnliche Versuche mit einer Tunsförmigkeit sozusagen dieses Trauen auszuhebeln. Okay, also legt ja praktisch ihre Motivation da, oder was die sich denken. Genau. Dabei ist es ja, im Nachhinein für uns gesehen, klar, dass sie eigentlich gerade dadurch sich... Genau. Ja. Und auch die Art und Weise, was sie eben hervorheben, was nicht, sieht man das nicht viel. In der einen Situation hat man den Eindruck, das sind Judenchristen, die da kommen. Aber das sind de facto keine Judenchristen, sondern das sind eben Leute, die meinen, noch was draufsetzen zu müssen und dann auch nur einzelne Sachen rausnehmen. Weil selbst den Juden war klar, dass sie nicht durch die Gesetzeserfüllung gerettet werden. Ja, die waren ja nicht. Ja, die Propheten auch. Genau, es geht ums Vertrauen, Barmherzigkeit, das wissen, das wissen ja alle. Ja. Solche Sachen kommen dann zustande, wenn Leute nicht verstanden haben, was das Gesetz eigentlich ist. Und da siehst du doch beim Luther, ne, der das Gesetz so runterkanzelt, weil er nicht verstanden hat, dass es in Paulus hier nicht um das Gesetz als Gesetzeserfüllung geht, sondern darum, dass es eben wieder auch Menschen gibt, die meinen, wenn sie es erfüllen, dann sind sie quasi schon drin. Also das ist hier so ein Punkt, wo man sieht, da haben Leute nicht verstanden, worum es in dem Gesetz eigentlich geht. Ja? Also praktisch, wenn man, um auf unser heutiges Christentum wenn jemand aus einer Art Pflichtbewusstsein in die Kirche geht und Rosenkranz betet und so, aber nicht aus Liebe. Ja, wobei man sagen muss, das hier war noch eins draufsetzen, weißt du, um vor anderen so gut dazustehen. Also dass die Emotionen vor anderen gut dastehen. Es deutlich macht, aber es ist nicht das Motiv, es ist nicht Liebe. Und dann vielleicht noch sogar auf andere abguckt, die halt das nicht machen. Ja, darum geht es passieren. Ja. Also sozusagen zu verdrehen, worum es eigentlich geht. Sagen wir mal so, meine Weile bloß aus Pflichtbewusstsein, weil man es anders nicht kann, ist ja besser als nichts. Natürlich, und selbst wenn es noch die Beziehung zu Christus ist, wenn du die Beziehung zu Christus noch nicht hast, selbst dann ist es gut, das zu machen, aber dann nicht auf andere abzuschauen. Das ist der Punkt. Ja. Sondern sich zu bemühen, wirklich auch alles sozusagen mit Christus zu sterben, ihm zu trauen letztlich und die ganzen Dinge. Das heißt, sterben heißt ja im Prinzip, jetzt nehme ich diese Unart und lege sie dir her ins Kreuz, lasse mit dir sterben. Schick mir dein Auferstehungsleben, schick mir dein Maß neu zurück. Ja. Das will ich neu angehen, Herr. Das, nimm das von mir, damit das anderen in mir wachsen kann. Mhm. Darum geht es so. Ja? Sonst noch Fragen im Text? Ist eigentlich klar. Naja. Das kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesungen. Aber es ist relativ leicht. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt, am Anfang auch schon so, bei Jesus Blut und Leben und so, geht es immer um diese Kreuzesnachfolge und das mitgekreuzigt sein, darum auch diese Liedauswahl ein bisschen darauf fokussiert ist. Ja? Dass ihr das auch merkt. Also
dein Kreuz auf dich, meine Schuld und Fehler. Dein Erbarmen brauche ich, um neue Wege zu gehen. Im Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Im Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Herr, du nahmst das Schweißtuch an, zeigtest deine Schwäche. Mein Vergehen ist Schuld an deines Schweißes Bäche. Im Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Deine Seite öffnet sich an des Kreuzes Stamme. Blut und Wasser machen mich frei von Schuldesbanden. Im Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Tränen, Herr, begleiten dich, hoffnungsloser Seelen. Doch was sie ins Grab gelegt, wird die Tränen stillen. Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Kreuz unseres Herrn ist unsere Hoffnung, hier ist unser Leben, unser Heil. Nichts, was du erschaffen, kein Wesen deiner Schöpfung ist würdig der Anbetung. Wer gleich dir, mein Gott?
eine neue Sonne, wie das Morgenrot des ersten Tags. Du zerstörst die Kälte aller alten Welten, wo ein Mensch nach deiner Liebe fragt. Herr, du hast geboten, deine Liebe auszuloten, die uns deinem offenen Herzen strömt. Die Höhe, Breite, Tiefe deiner Gottesliebe, die uns neu mit deinem Leib versöhnt. Wir vermissen keinen Tempel in der Stadt, denn du wohnst hier und bei dir auf das Land. Licht braucht es hier nicht, denn du strahlst hier als Sonne, deine Herrlichkeit, die auf uns kam. Du Herr bist das Licht der neuen Morgenröte, du strahlst auch vom Kreuzes ohne Heer. Alle Sünder bei dir das Heil zu finden, schenkst die Gnadenfülle immer mehr. Nöte willst du wenden, uns als Boten senden, in das Leid, die Depression der Welt. Lass uns dich bekennen, um die Wette rennen, bis kein Herz mehr dunkel weit enthält. Wir vermissen keinen Tempel in der Stadt, denn du wohnst hier und bei dir auf das Land. Licht braucht es hier nicht, denn du strahlst hier als Sonne, deine Herrlichkeit, die auf uns kam. Keinen Tempel in der Stadt, denn du wohnst hier und bei dir auf das Land. Licht braucht es hier nicht, denn du strahlst hier als Sonne, deine Herrlichkeit, die auf uns kam. Deine Herrlichkeit, die auf uns kam. Auf seiner Schuld.
Ende sein. Getragen von dem Traum, der Leben heißt.
unseres Weges bist du selber dann das Ziel. Du, der du das Leben bist. Doch der Weg wird manchmal auch ein Stück durch die Wüste führen. Und dann hab ich Angst davor, blind mich nur im Kreis zu drehen. Dann bitte ich dich, o Gott, um Kraft zum Weitergehen. Dann bitte ich dich, o Gott, um Kraft zum Gehen. Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit dir, mein Gott, getragen von dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist du selber dann das Ziel. Du, der du das Leben bist. Wenn du, Vater, mit mir gehst, der Weg nicht sinnlos sein. Wenn du an der Hand mich nimmst, weiß ich, ich bin nie allein. Denn ich kann dir, oh Gott, mein Leben anvertrauen. Ich kann mit dir, oh Gott, mein Leben wagen. Voll Vertrauen gehe ich mit dir, mein Gott, getragen von dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist du selber dann das Ziel. Du, der du das Leben bist. Voll Vertrauen, gehe ich mein Gott, getragen von dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist du selber dann das Ziel. Du, der du das Leben bist. Also bitten wir dich ja um deinen persönlichen Segen für uns jeden Einzelnen. Und da könnt ihr aber schon mal, das brauchen wir ja, 40 aufschlagen, wenn ihr wollt, dass ihr da gleich das Tantum Erdogan sie mitsingen könnt.